Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die wie polizeiliche Videobeobachtung im öffentlichen Raum ist ein Hilfsmittel zur polizeilichen Gefahrenabwehr, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das heißt, wo und wie sie eingesetzt wird, orientiert sich zumindest für uns als Fraktion an ihrer Wirkung, ob und wie sie tatsächlich geeignet ist, Kriminalität zu verhindern bzw. Auswirkungen Gewalt zu reduzieren. Und das wird ja relativ oft bei der CDU vergessen, manchmal auch inzwischen bei der FDP. Wir müssen hier abwägen nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, weil letztlich Videoüberwachung einen Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht darstellt. Und Herr Siewecke, das findet sich null in Ihrem Antrag, aber das informationelle Selbstbestimmungsrecht ist Bestandteil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und genießt Verfassungsrang. Und jeder Gesetzgeber muss hier auch abwägen. So, der Sicherheitsgewinn, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, besteht deswegen nicht darin, durch möglichst viele Kameras den öffentlichen Raum zu überwachen. Videoüberwachung ist kein Selbstzweck, kein Allheilmittel. Und die Gleichung, die Sie hier in Ihrem Antrag aufmachen, mehr Kameras gleich mehr Sicherheit, das lässt sich gut in Überschriften vielleicht verkaufen, stimmt aber nicht. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja, klar. Der Herr Siewecke hat eine Frage an Sie. Bitte schön. Frau Düker, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich bin auch weiterhin auf Ihre Ausführungen gespannt. Sie haben gerade nur gesagt, Sie haben auf die Verfassung abgestellt. Unterstellen Sie, dass die Bundesländer, die eine weitergehende Videobeobachtung ermöglichen, wie Rheinland-Pfalz und Niedersachsen, dass sie nicht auf Grundlage der Verfassung stehen? Weil das wäre der Umkehrschluss, wenn Sie sagen, wir haben die Verfassung zu beachten und nichts anderes fordern wir, dass wir das genauso machen wie andere Bundesländer. Selbstverständlich gehe ich davon aus, dass das verfassungskonform ist. Nur was Sie da rein interpretieren und was Sie hier politisch wollen, ist auch mit den anderen Gesetzen nicht gedeckt, nämlich eine flächendeckende, anlasslose Videoüberwachung. Von daher wäre ein Hinweis auf die Verfassung, meine ich, hätte auch der CDU mal gut gestanden, aber das findet sich ja mit keinem Wort in Ihrem Antrag. Das ist das, was ich kritisiere. Was ist denn nun unser Maßstab? Unser Maßstab ist Videoüberwachung nicht als Selbstzweck oder für ein vermeintlich subjektiv vermitteltes Sicherheitsgefühl, auch das steht in Ihrem Antrag als Ziel, hier zu installieren. Das reicht uns nicht aus. Das heißt, wenn etwas passiert, muss der Gesetzgeber die Polizei dann auch gewährleisten, dass hier eingegriffen wird. Das heißt, es muss kurze Interventionszeiten geben. Und das heißt auch, dass jemand dauernd hinter dem Bildschirm sitzt und auch eine Wache in der Nähe ist, um schnell vor Ort zu sein, um einzugreifen. In der Düsseldorfer Altstadt funktioniert das sehr gut. Die Wache ist um die Ecke, Interventionszeiten von unter einer Minute. Aber Düsseldorf zeigt auch, Herr Siewecke, und deswegen zieht auch Ihr Beispiel Köln nicht, dass hier zwar die Interventionszeiten kurz sind, man auch schnell vor Ort ist, wenn was passiert und eine Eskalation verhindert wird. Aber die Kameras, das zeigt, die Zahlen der Kriminalitätsbelastung schrecken nicht ab, insbesondere nicht bei Gewaltdelikten. Das wissen wir aus den Zahlen der Düsseldorfer Altstadt. Und Köln hier als Beispiel zu nehmen für mehr Videobeobachtung. Ich weiß nicht, wie viele Kameras im Kölner Hauptbahnhof hängen. Ich glaube, es sind 80. Die haben doch diese schrecklichen Taten nicht verhindert. Wie können Sie das denn hier als Begründung für mehr Kameras anführen? Sie verkaufen doch hier den Leuten einen Sicherheitsgewinn, den es überhaupt nicht gibt. So, zweitens, und auch die hohen Umfragewerte sind doch kein Beleg dafür. Die Menschen wollen mehr Sicherheit, sie wollen keine Scheinsicherheit. Zweitens, Kriminalität, das ist unser Maßstab, muss an den Ort gebunden sein, da wo Videobeobachtung eingesetzt wird. Das heißt, Verdrängung bringt insgesamt nicht mehr Sicherheit und muss ausgeschlossen werden. Drittens, wir brauchen Gesamtkonzepte, das heißt auch mit Präsenz auf der Straße der Polizei und auch mit kommunalen Maßnahmen muss das verknüpft werden. Viertens, und wir wollen auch, dass die positive Wirkung auf Kriminalitätsentwicklung nachweisbar ist. Deswegen steht ja auch im Gesetz, dass bis 2018 hier mal endlich wissenschaftlich unabhängig hier evaluiert wird, um einfach diesen Sicherheitsgewinn hier auch tatsächlich mal nachweisen zu können. Mein Fazit, so richtig schlüssig, Herr Siewecke, haben Sie heute keine Begründung angeführt, warum der 15a in unserem Gesetz nicht ausreicht und dass man mehr Kameras haben möchte. Im Übrigen, und das finde ich auch noch mal wichtig zu erwähnen, Kollege Stotko hat auch
darauf hingewiesen. Selbst wenn wir jetzt diesen Kriminalitätsbrennpunktsbegriff irgendwie anders ersetzen würden, im Übrigen steht ja auch im bayerischen Gesetz so drin, zitieren Sie doch immer hier die Bayern, dass das alles besser ist. Im bayerischen Gesetz steht übrigens kriminalitätsbelastete Örtlichkeiten, Klammer auf, Kriminalitätsschwerpunkte, Klammer zu, egal. Nehmen wir einen anderen Begriff, einen anderen Gefahrenbegriff. Ich glaube nicht, dass wir hier mehr polizeiliche Videobeobachtung in Nordrhein-Westfalen bekommen werden. Warum nicht? Und das finde ich bekommen werden. Und ich möchte es auch nicht. Aber warum? Und das finde ich beruhigend, weil nicht wir hier im Parlament die Videokameras beschließen, sondern der Behördenleiter vor Ort. Und die Behördenleiter, die am Ende entscheiden, sind da viel pragmatischer und rationaler als hier ihre ideologischen Ausführungen. Und weil auch Sie wissen, dass Sie mit mehr Präsenzkonzepten auf der Straße viel mehr erreichen, als dass Polizisten hinter den Bildschirmen sitzen und nicht wirklich mehr Sicherheit für die Menschen bringen. Und deswegen ist das in NRW gut geregelt, und ich sehe keinen Anlass daran, was zu ändern.